Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seppo Plays Dark Souls Prepared Light Edition Blind. Wir sind hier immer noch in dieser Art Bücherei hier. Und beim letzten Mal sind wir ja noch nicht hier reingegangen und das werden wir jetzt machen. Und zwar hier rausfinden, was es hier so gibt. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Kristallgegner. Bist du eine böse Kiste? Ich weiß es immer nicht. Das ist immer sehr ärgerlich. Aber hier hat auch jemand gewütet. Gegner sehe ich aber momentan noch keine. Das ist schon mal gut. Ich hau mal auf die Kiste drauf. Okay. Du bist keine böse Kiste. Stulpen. Das ein komplettes Kanalisierer-Set. Das will ich mir mal angucken. Schnell, den Reißkeilerhelm, Augenhelm, der Kanalisierer, Silberritterhelm. Muss mal vergleichen. Ey, der ist eigentlich richtig geil, der Helm. Der Kanalisiererhelm ist. Kanalisiererhelm ist ja richtig gut. Der wiegt auch nicht so viel mehr als mein jetziger Helm. Aber der bringt ein bisschen mehr Abwehr gegen alles, außer Blitz und Balance, Blut, Gift und Zeug. Das interessiert mich ja eigentlich weniger. Wie viel wiege ich denn momentan? Ja, viel kann ich dann nicht mehr machen, aber ein bisschen was geht da noch. Dann werde ich mich mal, dann gehen wir mal zurück. Wir könnten nämlich ein anderes Beinkleid eigentlich vertragen. Und wenn das Kanalisierer-Beinkleid da gut besser ist, dann müsste es ja eigentlich gehen. So, wo haben wir das Kanalisierer-Beinkleid? Hier, das Ding. Das wäre ein bisschen zu viel, oder? Ja, das wäre ein bisschen zu viel. Das wäre auch nicht so viel besser, als was ich gerade anhabe. Ja, also mir fehlt immer noch so ein einigermaßen vernünftiges Beinkleid. Wieso? Moment, ich verstehe es gerade nicht. Wieso wiege ich gerade 32,7... Ach, ich habe den Steinhelm angezogen. Huch. Wieso? Ich habe den aus Versehen angezogen und habe mich gerade gewundert, wieso ich zu viel wiege. So, jetzt kann ich mich mal hier richtig umgucken. Alles unter 30 geht ja quasi. Das heißt, wenn wir irgendwas finden, das ein bisschen besser ist, dann könnten wir das eventuell anziehen. Das wiegt zu viel. Das haben wir an. Das bringt uns nichts. Das hier, das wiegt ein bisschen zu viel. Aber das wäre auch nicht so gut, weil unser Beinkleid eigentlich besser ist, als was wir bisher haben. Ich muss da nochmal zurück und mal gucken, vielleicht die Stulpen, ob man die vielleicht sinnvoll wechseln kann. Das ist so, was mich gerade interessiert. Das würde ich zu viel wiegen, da würde ich zu viel wiegen. Habe ich wieder irgendwas Falsches angezogen? Kann das sein? Ich glaube, ich habe wieder irgendwas Falsches angezogen. Ja, ich habe wieder irgendwas... Wieso habe ich denn die Silberrittergamaschen angezogen? Ich habe doch auf B gedrückt. Ich bin doch zurückgegangen. Ich weiß es nicht. So. Und hier hatte ich davor an die... wo sind sie denn? Ich finde sie gerade gar nicht. Wo seid ihr? Schwarzeisen, Schattenstulpen. Die hatte ich an. So, jetzt will ich die Schattenstulpen vergleichen. Genau. Und alles, was ein bisschen über 30 ist, also 30,1 müsste noch gehen, 30,2 wäre zu viel, könnte ich mir anziehen. Das würde zum Beispiel gehen. Die Wanderermaschetten kann ich zum Beispiel anziehen, glaube ich, aber die sind eigentlich komplett besser, glaube ich. Schauen wir mal, die Wanderermaschetten könnte ich anziehen. Die Teile sind nicht besser, nicht wirklich in allem. Die Dinger sind krasser, die wiegen halt auch sehr viel. Popo-Handschuhe, das Ding. Das hier wiegt ein bisschen zu viel. Das hier wiegt auch ein bisschen zu viel. Ich muss definitiv mal ein bisschen Kondition noch pushen, dass ich ein paar schwere Sachen anziehen kann. Das würde mir schon gefallen. Stulpen des Kanalisierers, die sind, glaube ich, ganz gut. Ziehen wir die mal an, okay. Dann will ich die nochmal vergleichen mit den anderen Stulpen, die wir hier gefunden haben. Und zwar, ich weiß gerade gar nicht mehr, welche das waren. Ich glaube, die Banditenstulpen. Nee, die sind schlechter. Die Wanderermaschetten, die sind aber auch schlechter. So, dann schaue ich mal. Nein, die sind zu schwer. Die Dinger sind zu schwer, leider. Ich dachte, die würden passen vom Gewicht, aber die passen nicht. Ja, dann sind es doch die Wanderermanschetten. Die müssten passen vom Gewicht. So, schauen wir doch mal. Ja, damit kann ich wieder schnell rollen.
Ja, 30,1 wiegen die. Das passt perfekt gerade. Ja, ich muss definitiv mal schauen, dass ich da ein bisschen mehr Punkte in Kondition, glaube ich, packe. Damit ich geilere Sachen anziehen kann. Aber eigentlich bin ich momentan zufrieden mit dem, was ich anhabe. Hier sind wahrscheinlich irgendwo gleich Gegner. Was ist denn das hier? Das sieht so aus wie so eine Rollbahn. Soll ich vielleicht mal an dem Hebel hier ziehen? Ja, dachte ich mir, dass das sowas ist. Gut, dann sollte ich vielleicht auch mal an dem anderen Hebel gleich ziehen. Bitte seine liebe Kiste, bitte seine liebe Kiste. Ich hatte ja mit diesen Kisten echt notorische Probleme, richtig krasse Probleme gehabt. Riesenzellenschlüssel. Ich glaube, das führt mich zu Logan. Damit könnte ich Logan, denke ich, befreien. Was steht hier? Achtung vor dir, Mon. Ach. Das ist eine böse Kiste. Dann lassen wir die Kiste erstmal Kiste sein. Und bist du eine liebe Kiste? Ja, du bist eine liebe Kiste. Was gibst du uns? Kristallglut. Okay, damit kann ich dann wohl Kristallwaffen schmieden. Ich bin auch immer so Captain Obvious, ne? Ah, ich find's schön. Ja, ich werde erstmal die Kiste hier in Ruhe lassen. Ich glaube, das ist eine böse Kiste und da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Also ich traue einfach mal der Warnung hier. Ach, und hier haben wir so einen Kristalltypen. Ja, komm mal wieder vor hier. So war das nicht geplant. So war es eigentlich auch nicht geplant. Naja, egal. Whatever works, wie man so schön sagt. Wenn er tot ist, dann ist er tot und das ist super. Ja, dann schauen wir uns doch mal hier um. Hier sieht es so aus, als ob hier ganz viel altes Zeug rumliegen würde. Bitte sei eine böse Kiste. Keine böse Kiste. Okay, ist eine gute Kiste. Machen wir die mal auf. Prismastein mal 20. Warum gibt mir hier das Spiel Prismasteine, 20 Stück? Also ich hatte schon ganz viele davon. Werde ich sie gleich brauchen? Das ist eine gute Frage. Werde ich gleich Prismasteine brauchen? Oh nein, bitte nicht so Jump-Puzzles. Sowas habe ich ja gefressen, so Jump-Puzzles. Warum gibt mir das Spiel hier Prismasteine? Wieso? Ihr werdet es wahrscheinlich alle wissen, wenn ihr Dark Souls schon kennt. Da kommen jetzt bestimmt ganz lustige Jump-Puzzles. Oder sowas. Ich freue mich drauf. Ich glaube, ich werd versuchen, die Kiste hier zu killen, wenn es eine böse ist. Okay, go. Komm schon, nice. Okay, von hinten kann man die nämlich einigermaßen tot kombon. Immer. Und verzaubertes Falkion, was kannst du? Wo bist du? Verzaubertes Falkion. Von hinten habe ich die bisher immer tot bekommen. Von vorne hat man ja beim letzten Mal gesehen, da habe ich ein bisschen rumgefailt. 124 und 132, das ist definitiv besser. Also ich habe ja auch ein Standard-Falkion. Das ist definitiv besser als ein Standard-Falkion. Ja, ich weiß aber nicht. Ich werde weiter bei meinem Katana bleiben. Bei meinem Katanier. Ich habe so ein bisschen Angst gerade. Ich will hier nicht durch. Aber was muss, das muss. Dann schauen wir mal. Hoffentlich ist das nicht gleich der Boss oder so. Es scheint hier ruhig zu sein. Aber warum haben sie mir Prismasteine gegeben? Das weiß ich noch nicht. Naja, gehen wir mal weiter und schauen uns mal um. Da hinten sieht es sehr kristallig aus. Dann laufen wir erstmal in die andere Richtung. Da sind auch Kristallgegner. Ja, aber wir laufen trotzdem erstmal hier. Ach, guck mal. Hallo. Hallo du. Oh, oh. Hallo du. Man kann dich nicht backstabben. Ich weiß. Und man macht dir auch keinen Blutungsschaden, glaube ich. Aber man kann dich einfach killen, weil du schwach bist. Einige. Oh. Da habe ich noch einen getriggert. Das wollte ich natürlich nicht. Die sind immer. Man braucht immer super lange, die zu killen. Zumindest ich brauche super lange, die zu killen. Bestimmt gibt es irgendwelche Tricks, die zu killen, also. Aber die sind halt nicht sonderlich stark. Man sollte sich halt nur nicht treffen lassen. Also die Kombos, die die machen, sind halt alle irgendwie nicht so die besten irgendwie.
Also man sieht halt eine Stunde davor, was die für einen Move raushauen wollen. Deswegen finde ich die jetzt nicht so stark. Aber ich will es natürlich auch nicht übertreiben, deswegen machen wir uns hier den Bogen, den haben wir ja schon. Ich brauche den Ring. Ich bin manchmal auch verwirrt. Ich brauche natürlich den Ring, um die kaputt zu machen. Den Falkenring natürlich. Let's go. Hey ho. Ich liebe den Falkenring. Das ist echt, keine Ahnung, der Ring ist so nützlich. So. Wems. Und 10 Schaden gemacht. Ja, ist nicht sonderlich viel. Ich werde mich mal ein bisschen woanders hinstellen. Wie wäre es mit... Vielleicht mache ich von hier ein bisschen mehr Schaden. Ja, 20, das reicht mir. Ich will mal ausprobieren, kann man die vergiften? Einfach nur mal so. Einmal, zweimal, dreimal. So, bist du jetzt vergiftet? Viermal? Scheinbar kann man die nicht vergiften. Also bisher waren alle Gegner nach 3 Schüssen entweder vergiftet oder nicht. Ja, den kann man wohl nicht vergiften. Ich werde da ein Stück näher rangehen. Die Gegner sind jetzt nicht so stark. Ich hoffe halt trotzdem, dass ich nicht die 3 auf einmal triggern würde, deswegen... Vielleicht kann ich ja jetzt 40 Schaden oder so machen mit meinem Schuss. Ja, 34, das ist auf jeden Fall schon mal besser. Ich könnte nochmal ein Stück hinlaufen, das kann ich ja auch während ich schieße machen, oder? So, lauf mal ein Stück hin. Okay, von hier, wie viel Schaden mache ich da? 38, das reicht mir. 38 reicht mir gerade. Damit gehen die ja einigermaßen schnell weg. Dann machen wir die erstmal alle weg. Das ist wie... ich schieße mit Giftpfeilen, verdammt. Warum schieße ich mit Giftpfeilen? Die sind wertvoll, fuck. Manchmal läuft es aber auch echt nicht. Ich dachte, ich hätte die auch wieder auf die normalen Pfeile eben gewechselt. Und dann hatte ich das nicht getan. Oh, der hat mich gesehen. Ja, dann müssen wir den eben so machen, schnell. Oder auch langsam, weil der ein bisschen braucht, bis er hier ankommt. Hallo, du. Lang nicht mehr gesehen. Wie geht's den Kindern und so? Ups, komplett das Pattern falsch verstanden. Ich dachte, der würde anrennen und dann irgendwie einen Move machen oder so. Hat er allerdings nicht, okay. Ich habe gerade so ein bisschen Angst hier zu verrecken, deswegen Estus erstmal. So, okay. Achso, ich bin jetzt langsamer als sonst. Das ist ein bisschen eklig. Normalerweise habe ich ja Harvest drin. Ja, warum der hier ins absolute Nichts schlägt, keine Ahnung. Und warum der halt auch resistent ist gegen Blutungsschaden, gegen Giftschaden und gegen jeglichen anderen Schaden, den ich hier raushaue, weiß ich natürlich auch nicht. So, jetzt wollen wir natürlich wieder Harvels ringen. Und dann den anderen Typen hier machen. Und hier könnten das natürlich, was hier wieder so ein bisschen ärgerlich ist, es könnten hier natürlich überall geheime Wände und sowas sein. Und bei meinem Glück würde ich es halt im Leben nicht finden. Man hat mir gesagt, irgendwie habe ich mal einen Kommentar bekommen, dass man das sehr wohl erkennen könnte, weil die Wände krass anders aussehen als normale Wände im Spiel und so weiter. Wenn ich ehrlich sein soll, ich habe da noch nie was erkannt. Deswegen weiß ich nicht, ob die so krass anders aussehen. Ich habe bisher eigentlich immer nur auf die Wände drauf geschlagen und und dann versucht, gehofft, dass ich irgendwas finde. Aber ja. Wenn man das tatsächlich sehen kann, dann bin ich vielleicht blind oder so. Naja, ich weiß es nicht. Und gegen die Gegner ist meine Stichattacke sehr viel effektiver als meine normale Hau drauf und mach kaputt Attacke. Kommt mir zumindest so vor. Okay, ist das hier eine geheime Wand? Das würde tatsächlich mal krass anders aussehen als alles andere. Natürlich ist es keine geheime Wand. Natürlich nicht. Wie konnte ich auch nur auf den Gedanken kommen? Ich habe überhaupt nicht gesehen, was ich da gerade gelootet habe. Ich glaube einen blauen Brocken. Ich weiß es aber gar nicht. Also, wenn man mich jetzt fragen würde, unter Eid, was hast du da gerade gelootet? Ich könnte es nicht mehr sagen. Ehrlich nicht. Das ist, Okay, Treffer. Das Problem, was ich auch habe, ich habe nur noch 5 Estus und ich weiß nicht, wo das nächste Feuer ist. Und ich hätte vielleicht Menschlichkeit investieren sollen an dem anderen Feuer, aber ich hätte keine Lust nochmal invasiert zu werden und so. Mach doch mal was. Ja, mach zum Beispiel den, das ist super. Vielleicht kriege ich dich dann sogar tot, nee. Ja, aber jetzt bist du halt tot. Ja, keine Ahnung, diese Gegner hier sind komplett, die finde ich komplett einfach, also gerade. Die treffen halt nie. Wenn sie mal treffen, dann habe ich verkackt. Das
eigentlich mag ich ja sowas. Also ich mag ja auch so Spiele, wo man weiß, dass wenn man, dass man halt weiß, ich habe einen Fehler gemacht, wenn ich gestorben bin. Zum Beispiel wie Super Meat Boy eben. Da weiß man ja, wenn man stirbt, dann hat man selbst einen Fehler gemacht. Und das liegt halt nicht daran, dass die Steuerung kacke ist oder irgendwie sowas. Manchmal hasse ich das bei Spielen eben, wenn die Steuerung so am Abkacken ist. Und gegen die Gegner, würde ich sagen, ist man selber schuld, wenn man da verkackt. Weil man das Pattern ist halt so offensichtlich, was die machen hier. Oh. Ja, das ist halt sehr offensichtlich und man sollte sich halt eigentlich nicht treffen lassen. Naja. Und man kann auch immer schön hinter die laufen und dann, wenn er dann versucht so zuzuschlagen, trifft er eh nicht. Was eigentlich auch sehr angenehm ist. So, und jetzt bist du halt auch weg. Tschüss. Droppst du was? Die haben bisher noch gar nichts gedroppt. Ich weiß aber, dass die was droppen können. Zumindest konnten die das. Die sind ja auch bei der Wasserschlange. Zumindest bei der ersten, die man sieht. Bei der Hydra. Das sieht ja aus wie eine Falle. Und laufen einfach mal hin. Kristallhelm, alles in Kristall, okay. Kristall, Kristall, Kristall. Ja, jetzt haben wir erstmal hier die ganzen Sachen gelootet. Und da hinten sieht es sehr kristallig aus. Weiß ich nicht, ob mir das gefällt oder nicht. Und wir sollten noch im Hinterkopf behalten, wir haben Prismasteine gefunden. Und das könnte ein Hint sein, dass wir dann da gleich sehr viel Spaß haben werden. Sehr viel Spaß. So, Treffer. 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 Ja, ich glaube, hinter die laufen und dann zustechen ist, glaube ich, die beste Strategie. Also ich meine, 4 Hits und dann sind die weg. Kann sich, denke ich, sehen lassen. Ja, da hinten. Das könnte zum Beispiel mal ein geheimer Gang oder sowas sein. Das sieht krass aus, als ob hier eine Tür hinter sein könnte. Und? Nee, natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Kann man da hochspringen? Ich werde das nochmal versuchen. Das sieht auch ein bisschen seltsam aus, deswegen... Das würde ich gerne versuchen, vielleicht kann man ja hier hoch. Nee, hat nicht geklappt. Ich werde es noch ein, zwei Mal versuchen. Das könnte mal wieder so ein super geiles Secret oder sowas sein. So, ist jetzt hier ein Secret für mich. Oh Mann, ey, da schafft man mal was und dann ist da kein Secret für einen. Das ist sehr unfair. Das finde ich nicht schön. Okay. Erstmal gucken, haben wir überhaupt noch... Natürlich haben wir noch mehr Gegner. Und hier sieht es halt echt aus, als ob wir uns dem Bosskampf nähern würden. Da habe ich auch gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass ich... Weiß ich nicht. Ich habe gerade so das Gefühl, ich würde ganz gern zurückgehen. So ein bisschen. Oh, und die habe ich beide getriggert. Das ist natürlich nicht so schön, wenn die jetzt beide gleichzeitig angelaufen kommen. I do not like. Me not likey. Ja, die kommen beide. Das ist natürlich doof. Da hätte ich mich etwas schlauer, agieren können. Und ich habe gesehen, dass der andere von der anderen Seite ansprintet. Und was noch schlimmer ist, als zwei Gegner anzulocken, ist, einen Gegner im Rücken zu haben, wenn man kämpft. Und die nicht sehen können. Das ist, not a good strategy. Not at all. Okay. Ja, zwei von euch. Ihr seid ja... Ach so, guck mal. Vielleicht kann ich die ja tatsächlich... Ja, ich habe sie sogar beide getroffen. Und die machen dann beide ihren Move. Und die drehen sich auch... Also die bewegen sich auch einigermaßen gleich. Das ist eigentlich ziemlich cool. Oh, nicht gut. Oh, ich konnte da... Hä? Seit wann kann man denn in Dark Souls Attacken canceln, die man schon gestartet hat? Ich dachte, ich hätte schon den Stich gestartet gehabt. Und dann habe ich ihn aber noch also irgendwie canceln können scheinbar. Das ist komisch. Ach, bleibt der eine unten stecken? Ja, da habe ich kein Problem mit. Das wäre sogar ganz gut für mich. Nix wie weg. Und sollte denen nie den Rücken zudrehen. Also die machen... Ich habe ja vorhin gesagt, die sind keine starken Gegner. Sind sie auch nicht wirklich. Aber die machen halt viel Schaden. Weiß ich nicht, ob das rübergekommen ist, wie ich das gemeint habe. Ich sollte halt trotzdem nicht treffen lassen von denen. Vor allem, weil ich eben nur 5 Estus habe und weiß ich nicht. Da unten sieht es halt echt super nach Boss mal wieder aus. Damit 4 Estus nur anzukommen, wäre halt nicht so schön. Und ich habe auch mal wieder 50.000 Seelen gleich oder fast. Und dann eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich jetzt ganz gerne diese Seelen ausgeben in irgendwas Sinnvolles. Sei es ein Level-Up, sei es, keine Ahnung, Waffen, sei es... Also ich könnte zum Beispiel mal Brandbomben brauchen oder sowas.
Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Was machst du da hinten? Ey du, was machst du da? Ach, du willst sterben? Ja, okay. Oh, nicht gut. Aber man kommt ja immer noch weg. Man kommt ja immer noch weg mit meinem unsäglichen Skill. Autsch. Da hat er mir auf die Omega hauen. Ja, ich würde gerne hinter den gehen, aber der dreht sich so schnell mit hier. Oh, das hätte ich gerade nicht als diesen Move erkannt. Das hätte böse enden können, ja. So, jetzt ist er aber weg. Und die droppen halt echt gar nichts irgendwie. Also, So, was haben wir hier? Da fliegen Kristalldinger weg, wenn ich da drauf schlage. Aber das scheint nicht kaputt zu gehen. So, kann man hier auf dieses Kristallzeug laufen? Nee, kann man nicht. Okay. Ja, warum war denn der Golem hier? Oder dieser Typ, warum war der hier? Irgendwas muss doch hier sein. Irgendwas, das ich will vielleicht. Aber ich sehe hier halt nichts. Ja, dann gehen wir halt weiter. Ich weiß nicht, also falls da jetzt Boss kommt, ob ich da Boss machen will. Nicht sicher, nicht sicher. Okay, hier ist nix. Was haben wir hier? Baum, okay. Okay. Wir sollen da nicht wirklich reinspringen, oder? Das hat das Spiel mir hier für die Prismasteine gegeben, dass ich testen kann, ob man das überlebt, wenn man da runterspringt. Das könnte natürlich sein. Also ich meine, warum gibt mir das Spiel Prismasteine? Wahrscheinlich, damit ich jetzt hier einen Prismastein runterwerfen kann, oder? Ach nee, hier scheint noch ein Weg zu sein. Muss man gar nicht springen. Kristallhöhle. Gibt's hier nicht nochmal irgendwie ein Leuchtfeuer oder so, bitte? Ich würde gerne nochmal ein Leuchtfeuer haben. Wie wär's denn damit? Wie wär's denn mit einem Leuchtfeuer jetzt? Ich weiß es nicht. Das wäre super. Das wäre echt super. Man soll doch nicht hier ernsthaft hier runterspringen. Oh, da ist irgendwie so ein Viech. Ist das nicht... Oh, what the fuck? Wo kam der her? Wie unfair. Oh Mann, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Das war scheiße, war das. Das war beschissen. Das war echt kacke. Fuck. Super. Ich muss wieder da runter. Ich weiß aber den Weg leider nicht mehr. Mist. Das ist doof jetzt. Kann ich hier eigentlich teleportieren? Feuerband. Gemeinde der Untoten. Aber ich komme dann hier nicht mehr rein, oder? Das wäre natürlich auch blöd, wenn ich dann hier raustele und hier nicht mehr reinkomme. Ja, Ich werde auf jeden Fall hier mal den Part beenden. Wo der Typ herkam, weiß ich leider nicht. Das war ziemlich fies irgendwie. Den habe ich nicht gesehen. Ja, Das ist irgendwie doof gelaufen. Ich hoffe, dass ich an meine 42.000 Seelen dann nochmal rankomme. Ich werde hier auf jeden Fall den Part beenden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet natürlich auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es weitergeht mit Seppo Plays Dark Souls Prepare to Die Edition blind und wir versuchen werden, da unten was zu reißen. Ich glaube, hier oben bin ich ja mehr oder weniger durch mittlerweile. Oh, ist das ärgerlich jetzt. Der kam einfach von hinten. Das war fies. Naja, egal. Ich beende hier den Part und beim nächsten Mal geht's wie gesagt, da unten weiter. Und hoffentlich etwas erfolgreicher. Und das war echt gemein. Naja, egal. Tschüss.